Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Coaching und Consulting Services, eine Unternehmung, die sich darauf spezialisiert hat, Neukundengewinnung umzusetzen für unsere Kunden in der IT-Branche. Und da bin ich immer wieder konfrontiert mit gewissen Mindsets und Meinungen meiner, sei es bereits Bestandskunden oder potenziellen Neukunden für mich, die letztendlich eine gewisse Meinung haben zum Thema Videomarketing, die entweder schon gar nicht gerne überhaupt vor die Kamera möchten selber oder auf der anderen Seite einfach sagen, Videomarketing, das ist für uns völlig uninteressant. Die Einwände, die dabei zustande kommen, möchte ich jetzt mal ganz kurz aufführen. Die drei häufigsten Einwände, die letztendlich von meinen Kunden oder von Unternehmen in der IT-Branche, jungen Startups, Softwareentwicklern, Spezialisten für gewisse Dienstleistungen, IT-Infrastruktur, Dienstleister etc. etc. immer so ja, an mich ranbringen, sind wie folgt. Meine Zielgruppe schaut kein YouTube. Ja, YouTube, mittlerweile wird es wahrscheinlich auch jeder wissen, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine, wenn man das so nennen mag, obwohl es eigentlich ein bisschen anders funktioniert wie eine Suchmaschine, wie die Suchmaschine Google, aber nach Google selbst und letztendlich auch Amazon ist. Auch Amazon könnte man als eine Suchmaschine bezeichnen, ist Google die größte Plattform. Die größte Plattform und meiner Meinung nach, oder was heißt meiner Meinung nach, ziemlich offensichtlich maßlos unterschätzt im B2B, als zur Verwendung als Marketing-Tool im B2B. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Meine Zielgruppen nutzen keine sozialen Medien. Also viele meiner ehemaligen Kunden oder Kunden, die sagen, naja, also mit Zielgruppen könnte man auch sagen Entscheider, CEOs, COOs, ja, teilweise Geschäftsführer einfach von mittelständischen Unternehmen. Das sind so meine potenziellen Zielgruppen. Manche meiner Kunden haben auch dann eine Zielgruppe, wie zum Beispiel Rechtsanwälte oder Ärzte oder Kliniken oder sowas, weil sie da Speziallösungen anbieten. Ja, die schauen einfach keine sozialen Medien. Ja, die sind einfach nicht vorhanden. Also die 40 Millionen Facebook-Nutzer zum Beispiel, das sind alles Teenager. Ja. Dann die dritte, sozusagen der dritte Einwand, der mir sehr häufig entgegenkommt. Meine Zielgruppe lässt sich über soziale Medien nicht beeinflussen. Also ein CEO, der YouTube-Videos schaut, der lässt sich über diese YouTube-Videos überhaupt nicht beeinflussen. Ja, der hat schon seine Meinung, der hat seine Partner, der ist schon bedient. Und so ein YouTube-Video oder eine Social-Media-Kampagne will den in keinster Weise von unserem Produkt überzeugen oder auf unser Produkt aufmerksam machen können, ja, dass er da irgendwie klickt oder interagiert oder sonst was macht. Und da schauen wir uns jetzt mal sozusagen als Kontra hier in der Prognose von der Firma Cisco Systems an. Und der hat nämlich Folgendes herausgefunden, dass ich bereits im Jahr 2022 für 28% des gesamten Internet-Traffics Videos, also das können jetzt YouTube-Videos sein, das können aber auch Facebook-Videos sein. Videos werden auch immer häufiger auf Facebook, es können auch LinkedIn-Videos sein oder Xing-Videos. Damit ist hier das komplette Internet gemeint. Und auch nicht, das Volumen, sondern der Traffic. Ganz, ganz wichtig, ne? Natürlich hat so ein Video wesentlich höheres Datenvolumen als wie so ein bisschen Text. Aber das ist damit hier nicht gemeint, sondern der Traffic. 82% des Traffics, ja, 2022, das ist gerade mal in 2 Jahren. 82%. Das ist
Mega. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich bin ein IT-Dienstleister oder habe eine kleine Infrastruktur, Unternehmung und so weiter, das läuft alles so schön. Ich brauche keine Videos. Oder noch schlimmer, ich brauche keine Neukunden. Das sagen eigentlich die wenigsten. Nur tun sie relativ wenig dafür, meiner Erfahrung nach. Oder nicht genug. Oder sind nicht bereit dafür, einfach mal auch neue Wege zu gehen. Wie zum Beispiel in Kombination mit Social Media oder Videos oder YouTube oder Facebook oder LinkedIn. Dann wird das spätestens ab in 2 Jahren, und das wird sich ja dann wahrscheinlich noch weiter potenzieren, sich bemerkbar machen, auch in den Bilanzen und in den Umsätzen. Es ist der Besuchertraffic gemeint, ja, und nicht das Datenvolumen, das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Die 2005 gegründete Videoplattform hat in Deutschland, also damit ist YouTube gemeint, 6 Millionen Nutzer und liegt auf Platz 1 der beliebtesten Social Media Netzwerken hierzulande noch vor Facebook derzeit. Ja, das ist, was ich auch gerade gesagt habe. Täglich schauen fast die Hälfte der Internetnutzer 1 Milliarde Videostunden. Das heißt, wir sind jetzt schon 2020, 2019, wurde diese Studie bereits gemacht. Wir sind jetzt schon an dem Punkt angelangt, wo 50% aller Videonutzer, aller Internetnutzer Videos gucken. Ja? Und wenn man das Ganze akkumuliert, ist das 1 Milliarde Videostunden. Wohlgemerkt am Tag. Ja, auch ein sehr, sehr wichtiger Indikator und Indiz dafür, in welche Richtung die Reise mittelfristig gehen wird. Und nach Video, also kommt dann letztendlich in Verbindung Voice. Ja, das ist eine Sache, die wird wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren dann der ganz große neue Trend werden. Aber das ist eben noch ein bisschen weiter weg, sollte man auch, aber auch schon bereits im Hinterkopf haben. Ja. 50% der Nutzer schauen sich ein Produkt auf Video an und kaufen dann erst ein. Ja, so viel zum Thema, meine Zielgruppe lässt sich über Social Media nicht beeinflussen. Cisco hat herausgefunden oder prognostiziert, dass 50% der Nutzer sich erstmal ein Video anschauen und dann eben erst einkaufen. Und wer meint, das gilt jetzt nur für ja, das gilt nur für die Hausfrau um die Ecke oder für irgendwelche Teens, die sich Spiele einkaufen. Der könnte sich eventuell irren, denn das gilt für alle Nutzer. Ja. Und dennoch setzen nur circa 10% aller Unternehmen in Deutschland Videomarketing um. Und das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ja. Viele meiner Kunden, kleine Systemhäuser, Spezialisten, Dienstleister und so weiter sagen, Videos, das ist mir zu umständlich. Das ist einfach, selbst ein bisschen Text runterschreiben, das ist was, ja, das kann ich so nebenbei irgendwie noch machen. So irgendwie in der Mittagspause oder am Sonntagnachmittag oder sowas. Aber ein Video, das ist ja unglaublich aufwendig. Ja, stimmt, war mal sehr aufwendig, ist aber heutzutage mit entsprechenden Tools und so weiter kein so arg großes Ding mehr. Ich brauche einfach mein ganz normales Skript. In der Regel, genauso wie wenn, in der Regel kann man letztendlich auch das, wenn man zum Beispiel einen Artikel schreibt, das einfach wiederverwenden und daraus ein Video machen. Ja, ich muss nicht mal neuen Content zusätzlichen wirklich, muss ihn nur anpassen, muss nicht mal neuen Content erstellen als solches. Auch eine gute Strategie, die viele erfolgreiche Marketer machen und Unternehmer. Ja, und deswegen verstehe ich nicht, warum einfach nur ca. 10% derzeit Video-Marketing in Deutschland umsetzen. In den USA ist es wesentlich mehr. Und wir sollten uns halt bewusst sein, wo die Reise hingeht. Und wir wollen ja auch künftig wettbewerbsfähig bleiben. Ja, okay, das soll es gewesen sein, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin in der IT-Branche tätig, bin Softwarehaus, Softwareentwickler. Vielleicht noch ein etwas kleineres Unternehmen und will noch wachsen und sucht nach Möglichkeiten. Eine verlängerte Werkbank, die uns da im Vertrieb und Marketing hilft. Oder wir haben selber noch nicht dedizierten Vertrieb und Marketing.
und suchen dann Lückenfüller, zum Beispiel jemand, der uns hilft, der uns hier neue Leads bringt, Märkte erschließt, sei es Schweiz, Österreich oder Deutschland oder auch im Ausland. Ja, dann klick einfach den Link hier unter diesem Video und schau einfach bei uns mal vorbei bei klein-marketing.com. Würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Bye bye.